Auf die Plätze, los! Der meistgehörte Spruch am vergangenen Samstag beim Langstreckenmeeting des Sportclubs Charlottenburg. Rund 100 Athleten trafen sich für die Berlin-Brandenburgischen Langstreckenmeisterschaften im Olympiapark Hans-Braun-Stadion in Berlin, um ihre Ausdauer unter Beweis zu stellen. Ich fand die Stimmung eigentlich hier sehr gut. Alles war super vorbereitet, die Leute waren alle nett. Man wird angefeuert von den Betreuern, von den Trainern. Ja, das motiviert dann schon. Die Wettbewerbe waren unterteilt in Altersklassen von 14 bis 55 Jahren und in 2000 Meter bis 10.000 Meter Läufe. Eine ziemliche Herausforderung für die trainierten Athleten. Nach 5-6 Kilometern hatte ich auch so ein bisschen mit dem Aussteigen geliebäugelt. Dann habe ich gesehen, dass der Erste ausgestiegen ist. Und dann habe ich gedacht, jetzt einfach nur noch auf Ankommen laufen und versuchen, den Platz zu halten. Ich hatte mir von Anfang an eigentlich vorgenommen, den Lauf durchzuziehen. Die Zuschauer feuerten ihre Favoriten immer wieder an und versuchten so, den Läuferinnen und Läufern weitere Kraft für die Rennen zu geben. Ja, wir sind eigentlich sehr glücklich von Seiten des Veranstalters SCC, dass wir die Meisterschaften so durchführen konnten. Wir hatten ein bisschen Sorge wegen des Wetters, aber die Stimmung ist gerade wegen des Wetters besonders gut. Nach den schweißtreibenden Langstreckenläufen durften sich die drei Besten der jeweiligen Altersklassen über eine Urkunde und Medaillen freuen. Ich fand, dass ich am Anfang ein bisschen zu langsam gelaufen bin. Das habe ich aber eigentlich in der Mitte gut rausgeholt. Und ja, ansonsten fand ich meinen Lauf sehr gut. Die Zeit war, wie gesagt, jetzt nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Also vielleicht 1-2 Minuten zu langsam. Aber die Platzierung ist natürlich das Optimum. Wir sagen Glückwunsch an die Erstplatzierten. Alle anderen können natürlich ebenso stolz auf ihre Leistungen sein.